Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Gelb, meine Damen und Herren. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier Löwenzahn bekommen. Und ja, das müssen wir erstmal leveln. Ja, ich weiß noch nicht, immer noch nicht, ob ich überhaupt Aerodactyl haben möchte. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich das unbedingt haben möchte. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Nein, glaube ich dir absolut gar nicht. Und wie ich es wusste, bist du ein Team Rocket-Mitglied und ja, ist so mal in einen Fight gekommen noch mit dir. Von mir aus. Ich muss jetzt aber erstmal eine Uhr stellen. Ja, so. Ich kann mit dir nichts anfangen, Löwenzahn, tut mir leid. Welches Pokémon will ich denn noch leveln? Wut. Gut, ich hole jetzt Wut noch aus. Also, rein. Zack. Ich kümmere mich darum, dass erstmal beide hier ein bisschen gelevelt werden. Volltreffer, scheiße. So, Glut, zack. Bams. Ich hoffe, dass Wut sich auch ziemlich viel Damage jetzt macht. Wieso macht er andauernd Volltreffer? Das kannst du mir noch nicht erzählen. Aber ich mache jetzt auch einen Volltreffer. Und der brennt sogar noch. Fuck, ich bin, glaube ich, tot, oder? Nö. Gut. Ich darf als erstes angreifen, deswegen tot. Ciao, mach hallo. Sehr schön. Aber unser Viech hat echt ziemlich viel dafür verloren. Traumato. Erstmal Löwenzahn rein. Stimmt, hier gibt es ja keine EP-Anzeige, ne? Hier weiß man ja gar nicht, wann es sich levelt. Das ist ein bisschen schlecht, aber gut, was willst du machen? Haben wir überhaupt was gegen dich? Nee, ich glaube nicht, ne? Wir haben absolut gar nichts gegen dich. Ja gut, Begleiter kann ja reinkommen. Wir müssen Pikachu eigentlich das muss das höchste Level haben, ne? Und ich habe jetzt auszusehen die Attacke jetzt ausgeführt. Wollte ich gar nicht mehr machen, aber gut, guck mal, wie viel Glück wir haben. Die sind jetzt auch noch paralysiert, aber fuck, wir schlafen ein. Das ist natürlich schlecht, wir können nichts machen. Er ist paralysiert. Kann er jetzt mal bitte aufwachen? Unser Pokémon muss aufwachen, jetzt bitte. Er schläft halt immer noch, ne? Das ist halt komplett schlecht. Alter, kann es jetzt mal aufwachen? Kannst du bitte jetzt aufwachen? Als ob das nicht aufwacht. Ist das hier? Ja, es ist aufgewacht. Sehr schön. Gut. Das ist ja richtig selten oder so. Oder er hat gesagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es hier aufwacht, oder? Zumindest bei dieser Edition. Also zumindest bei der ersten Gen. Bei der ersten Generation ist das scheinbar richtig selten, irgendwie, dass der aufwacht. Ich weiß nicht warum, aber ist scheinbar so. Fuck, Aussetzer, das ist okay, von mir aus, ich kann damit leben. Donnerschock, zack, ciao. Und gut. Puh, Alter. Erreicht Level 11, schön. Okay, ich gebe auf, ich verschwinde. Ja, dann hau ab. Okay, ich gebe mir die gestohlene TM zurück. LTM28, das ist übrigens Schaufler. Ich gehe wohl besser, tschüss! Schaufler ist eine ziemlich nützliche TM, wenn wir mal ehrlich sind. Kann man benutzen. So, wir gehen jetzt erstmal ins Pocket Center, meine Damen und Herren, und dann gehen wir auf jeden Fall weiter zur Route nach unten. Oh, ist ganz so relativ, also relativ gechillt, meine Damen und Herren. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen, das Spiel übrigens. Ihr merkt aber wahrscheinlich gar keinen Unterschied, weil das vorausaufgenommen ist. Und ja, ich hatte auf jeden Fall eine Pause gemacht. Generell von dem Spiel hier, ich glaube, das ist... Ja, ein Monat müsste es sein, ja, also... Es ist nichts Krasses, ne? Es gibt da noch krassere Projekte, die ich vernachlässigt habe. Einfach nur wegen anderen Sachen. Und ja, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal hier weiter, meine Damen und Herren. Und hier hoch, zack. Dann hier hoch, zack, meine Damen und Herren. Und dann hier runter. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das war jetzt natürlich das, was ich nicht wollte. Und das ist halt echt auch ein bisschen scheiße, ne? Also, das finde ich an Azuria City auch ein bisschen blöd, dass man da trotzdem in die falsche Richtung runterspringen kann. Das ist echt kacke gemacht. Das hätte man ein bisschen besser umsetzen können. Also, diese City hätte man wirklich besser umsetzen können, ja? Tut mir leid. So. Ja, jetzt hier. So kommen wir halt nur... Ja, so kommt man nur so raus. Hier hin.
Tipps für Trainer. Drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Ist uns klar. Ich glaube, hier gab es aber auch irgendein verstecktes Item. Bin mir aber nicht sicher. Scheint nicht so zu sein, aber hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, hier konnte man irgendein Viech tauschen oder so. Genau, hier ist so ein Haus. Genau, da kommt man nur so hin. Ich glaube, da konnte man irgendwas tauschen. Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Welches Pokémon soll hier bleiben? Es wäre nicht schlecht, wenn Löwenzahn hier bleibt. Wäre echt nicht schlecht. Okay, ich kümmere mich eine Weile um Löwenzahn. Komm später wieder vorbei, um es abzuholen. Na gut. Mach mal, kein Stress. Und ich... Okay, das war eine Pension. Wo konnte man hier denn tauschen? Ich glaube, hier konnte man aber auch tauschen. Wenn ich mich nicht irre. Und außerdem gab es da auch ein Abra hier in dieser Route. Haben wir überhaupt genug Pokébälle? Ja, wir haben 12. Wir haben nur Pokébälle. Haben wir Zerschneider? Nee, ne? Ach stimmt, ja, wir kriegen erst Zerschneider, ja, macht Sinn. Wir kriegen erst Zerschneider, aber was, wie viele Orden haben wir überhaupt? Wir haben 2 Orden. Na gut. Ist also noch nicht ganz so weit. Wir sind noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Und hier ist das Abra, genau, das möchte ich haben, bitte. Level 7, ach du Scheiße. Ich werde das erstmal paralysieren. Ich kann es nicht schwächen. Ja, es ist halt scheiße, Teleport. Das kann halt das Abra, ne? Das kann halt, glaube ich, nur Teleport. Mehr kann das nicht. Das könnte ich ja nicht in die Pension tun. Ich glaube, Löwenzahn können wir wieder abholen. Wir haben nur eine Chance, so gesehen, das zu fangen. Und zwar jetzt. Ja, gut. Von mir aus. Da bin ich wirklich... Bin ich wirklich froh. So, wie geht's dir? So. Ja, boah, wie hieß dieser eine Typ da? Der mit den Toten sprechen kann. Das war bei irgendeiner Folge von South Park. Ich weiß nicht mehr, wie der genau hieß. Ich guck jetzt mal nach. Okay, er heißt John Edwards. Ja gut. John Edwards nennen wir das jetzt. Ich hoffe, das passt rein. Ich glaube, gerade so. Eigentlich müsste da ein Leerzeichen hin, aber... Aber hier geht... Also hier geht schon eins, aber dann würde es nicht reinpassen, der ganze Name. Deswegen John Edwards. Gut. Das tun wir jetzt in die Pension rein, weil ich denke mal, Teleport... Das hat nur Teleport drauf, ja? Dann hole ich lieber Löwenzahn ab. Level das so, hat sich toll entwickelt. Es ist um ein Level aufgestiegen, das habe ich gut gemacht, oder? Bevor du den Poké wieder mitnimmst, bekomme ich noch 200 von dir. Ja, das ist ja wenig. Kein Stress. Ja. Ja, bitte. So lange würde ich halt echt gerne John Edward dann drin lassen. Ja, ist ja gut. Aber guck mal, wir haben jetzt ihn um ein Level trotzdem steigen lassen, ne? Löwenzahn, ist doch gut. So, ich muss das jetzt aber erstmal sortieren hier. Zack, Vogel ist... Was für ein Viech nochmal? Ja, das Wurm halt nicht, das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur jetzt wegen Fliegen. Oder generell für Zerschneider oder sowas. Für irgendwelche Zwecke, die wir jetzt noch nicht wissen. Ach, hier war ja noch irgendwas. Stimmt, wir mussten ja durch den Tunnel fahren. Azura City, Orania City. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nur, durch den Tunnelfahrt gehen können. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Halt, stopp. Okay, ist ja gut. Ist ja gut, mein Freund. Wir können nur durch den Tunneleingang. Nur weil er durstig ist. Macht Sinn. Besitzt du ein Dracosso? Willst du es gegen Machoke tauschen? Genau, stimmt. Wir wollten Machomai. Wäre echt nicht schlecht gewesen, aber das brauchen wir halt nicht. Wir brauchen kein Machomai.
Aerodactyl ist wahrscheinlich das Geilste, was wir kriegen können. Es kann fliegen. Es ist geil. Ich glaube, Glurak konnte nicht fliegen. In der ersten Gen. So, jetzt sind wir in Orania City. Wie geht's? Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Wer verliert denn hier bitte irgendwas? Also bitte. Da ist absolut gar nichts. Okay, hier geht's auch nach oben. Ach stimmt, das ist dieser Tunnel. Das ist dieser Typ da. Also das ist dieser normale Durchgang. Da können wir aber nur hin, wenn er halt was bekommt. Was zu trinken bekommt. Der kleine Pisser. Warum sind die überall durch? Warum sind die überall durstig? Bei jedem Durchgang sind die alle durstig oder was? Das macht absolut überhaupt keinen Sinn. Das ist so dumm einfach nur. Guck mal, der wäre nicht mal gespawnt. Wenn ich so gelaufen würde, der würde mich nicht mal erkennen. Aber wir wollen ja auch alle Trainer besiegen, also komm. Das ist ein bisschen schlecht programmiert an der Stelle, aber gut, von mir aus. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Ja, ist halt so, mein Freund. Ist nun mal so. Naja, aber es ist halt Game Boy und wie gesagt, das ist das erste Pokémon-Spiel. Und da kann man jetzt auch nichts großartig jetzt irgendwie sich beklagen. Also es ist trotzdem ein geiles Spiel, muss man an der Stelle sagen. So, erstmal Wut kommt rein. Nichtsdestotrotz, ne, wir erleben jetzt nochmal die erste Gen neu. Ich finde das einfach noch trotzdem super, ja. Also, erste Gen nochmal neu zu erleben, finde ich super. Und dann kommt wirklich die zweite Gen, weil ich die ganzen Spezialeditionen mache, ja. Es ist einfach nur cool. Glut, bamst du kleines Viech, oh yeah. Raupi. Okay, komm nur her. Komm her, zack, Alter. Verpiss dich. Bam, Alter. Level 18. Okay. Hondio. Ach stimmt, ich hab Löwenzahn in die Reihen getan. Ich muss Löwenzahn erstmal davor reintun und dann Wut. Immer so wechseln. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Komm, Wut, komm rein, zack, zack. Und dann muss alles easy schnell gehen, ne? Ist halt easy. Hondios sind halt relativ schwach. Ist halt nun mal so. Zack, Alter, verpiss dich. Und unser letztes Pokémon, oder eher gesagt, unser vorletztes Teammitglied kriegen wir in Orania City. Du bleibst zu scherzen, oder? Oh, nicht das Liebespaar. Auf jeden Fall unser letztes Teammitglied, also Shiki, bekommen wir in Orania City. Das mache ich alles aus Liebe. Lass mich allein. Okay, du bist aber trotzdem Versager, ne? Das ist dir schon klar. Vor seiner Freundin sich cool zu fühlen, das ist nicht gut. Ist nicht gut, vor allem nicht gegen mich. Das funktioniert nicht. Vor allem nicht mit einem Level 16 Pokémon. Tut mir leid, da bist du einfach viel zu schwach. Ich komme mit meinem Glutexo und... Hau dich um. Was willst du eigentlich machen? Warum legst du dich mit mir an? Warum? Willst du dich vor deiner Freundin cool fühlen? Nur schade, dass das nicht funktioniert. Da kannst du so oft Rankenhieb machen, wie du willst. Du wirst mich nicht besiegen können. So ganz easy, meine Damen und Herren. Ganz easy. Level 13, sehr schön. Lernt Rankenhieb, geil. Das kann nicht sein. Tja, du Loser. Ich trainiere für meine Liebsten. Stör mich nicht. Ja, okay, dann komm her. Fühlst du dich vor deinem Freund cool? Fühl dich nicht vor deinem Freund cool. Ohne Dragosso. Okay, gegen dich habe ich gar nichts. Ja gut, außer Löwenzahn, aber der ist viel zu schwach. Ekelsamen, mach mal das mal. Ich mache jetzt mal Ekelsamen, das zieht ihn jetzt jede Runde was ab. Ich weiß nicht, ob Löwenzahn überhaupt eine Chance hat gegen den. Wenn er weiter nur Heuler macht, dann auf jeden Fall. Weil es mir absolut gar nichts, was mir absolut nicht, null juckt. So, Rankenhieb, zack, Alter. Guck mal, es macht nicht mal wenig Damage. Kopflos macht nicht viel Damage. Alter, 20, nicht schlecht. Es macht 20 Damage, ne?
Ja gut, ich glaube, das Viech wird jetzt trotzdem sterben, ne? Ja gut, doch, das wird überleben. Ein Löwenzahn wird überleben. Das gewinnt halt wirklich gegen das. Junge, wie seid ihr schlecht, Alter. Du verliert gegen ein Level 13 Pokémon. Sauber, Löwenzahn, Alter, sauber. Das ist unmöglich. Ja, es ist wirklich unmöglich, dass wie schlecht man sein kann. Jetzt verstehe ich, dass man den Sieg nicht vorher berechnen kann. Tja. Meine Liebste wird mich verlassen. Ja, weil du besiegt wurdest. Was ist das denn für eine Snitch? Wenn sie dich verlässt, nur weil ich besser bin. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ha, ich würde mal sagen, denke mal schon, oder? Naja. Kommt darauf an, was du jetzt für ein Pokémon hast. Medbo. Level 20. Gut, unser Löwenzahn könnte sich relativ gut entwickeln. Wenn jetzt noch Wut reinkommt. Wobei, Wut ist auch nur Level 18, ne? Ja gut, aber es ist... Es macht eine Schwäche gegen... Also es kann auf jeden Fall... Also eine Smetbo hat eine Schwäche gegen Feuer. Also passt das schon. Fuck, Schlafpuder, das ist schlecht. Ach, es schläft. Da könnte ich kotzen, ey. Scheiß Schlaf. Aufgewacht, schön. Gut, das ist sogar relativ schnell aufgewacht. Dachte eigentlich, dass der Schlaf... Oder gesagt, dass... Der Modus schläft halt hier irgendwie krass ist. Also irgendwie länger dauert als bei einer anderen Generation, aber scheinbar hat Malte einfach nur Pech gehabt. Zack, bams, du bist tot, Schnauze, ciao, Alter. Aber unser Giftstatus ist halt immer noch da, ne? Es verliert halt immer Schaden, wenn wir jetzt durch die Gegend laufen. Gut, aber jetzt nichtsdestotrotz haben wir dich besiegt. Du bist ein zu guter Trainer. Tja, du Loser. Ja, jetzt kriegt er halt übelst Damage. Aber wir sind gleich da, also... Chill deine Base. Habe ich irgendein Gegengift? Ich habe kein Gegengift. Na gut, aber noch zwei Trainer, let's go. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Du willst doch kämpfen. Nicht ich. Ich bin in deinen Blickwinkel reingegangen, nicht du in meinen. Okay, sieht aber... Guck mal, Löwenzahn ist schon Level 15. Also es geht auf jeden Fall immer bergauf. Und da holen wir unseren Begleiter rein, weil Taubsi eine Schwäche gegen Donner hat. Ist, denke ich mal, besser. So, komm her. Zack, Alter. Donnerschock. Unser Begleiter braucht echt mal eine stärkere Attacke als Donnerschock. Es wäre nicht schlecht, wenn wir... wie hieß nochmal die eine starke Attacke? Also auf jeden Fall kein Donner. Donner ist halt sehr, sehr ungenau. Es hat zwar 120 Damage, macht zwar 120 Damage, aber es ist relativ ungenau. Ich weiß nicht, wie die Attacke hieß. Tut mir leid, weiß ich echt nicht. Auf jeden Fall kein Donnerschock. Ich weiß es echt nicht mehr, Alter. What the fuck? Naja, ist auch egal. Level 24, nicht schlecht. Taubsi schon wieder, ey. Das bringt eigentlich fast gar keine EP für Löwenzahn, aber trotzdem, es lohnt sich eigentlich schon. Also ich weiß echt nicht mehr, wie die Attacke heißt. Tut mir leid. Donnerschlag auf jeden Fall nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, fuck. Oh, Alter, ich weiß es nicht mehr. Es hat aber 90 Stärke. Mann, ich weiß es echt nicht. Naja, ist auch egal. Das hat nicht ganz geklappt. Tja. So, dann kommt letzter Trainer. Hört dich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja, hörst es du. Seht, seht. Ich werde dich besiegen vor all diesen Leuten. Oh Gott, du hast auch noch solche Pokémon, ey. Aber guck mal, unser Begleiter ist schon fast tot, ne? Ich hoffe, das überlebt jetzt auch. Ich weiß es nicht, da müssen wir Glück haben. Ja, es überlebt sogar, Donnerschock. Gut, Habitak ist schon mal tot. Das ist auf jeden Fall schön zu wissen.
Zack. Vertikal. Okay, ja gut, da muss ich zum Glück keinen Begleiter mehr raustun. Ich habe halt nichts gegen Normal-Pokémon, ne, wenn ich ehrlich bin. Ich habe kein Pokémon, was gegen Normal-Pokémon irgendwas anrichten könnte. Unser Wut ist vergiftet. Ja, trotzdem, wir schicken dich rein, Bro. Wir schicken dich trotzdem rein, Bro. Rutenschlag, okay, von mir aus. Zack, Glut. Ich hoffe, dass wir gegen Radikal überhaupt was anrichten können. Okay, wir sind tot. Unser Wut ist tot. Das ist natürlich schlecht. Aber gut, Löwenzahn ist auch Level 15. Also das müsste eigentlich gegen Radikal auch irgendwie schon bestehen können, oder? Ich hoffe es mal. Wenn nicht, dann bist du eine Enttäuschung, Bro. Komm, du machst es jetzt. Fuck. Ja, das ist natürlich schlecht. Okay, Radikal ist trotzdem... Das hat wenig Leben. Ich will jetzt nicht gerne den Zerstörer reinholen. Ich will eigentlich mit meinem Pokémon das besiegen, damit die auch EP bekommen. Na gut. Ich hätte es besser überhört. Hätte es halt wirklich. So, jetzt werden wir auf jeden Fall das mal... ins Pokécenter gehen und ja, die Mucke ist hier geil. Da. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt erstmal hier Pokémon und ich muss auch gucken, dass wir in die Pension dann wieder zurückgehen, ne? Dass wir unser Abra dort nicht vergessen, ne? Da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Pass, ich hoffe, dass ich den nicht vergesse dort. Müssen wir uns merken, meine Damen und Herren. Nichtsdestotrotz speichern und das war's erstmal für diesen Part von Pokémon Gelb. Bis zum nächsten Part. Morgens nichts mehr. Tschüss.